Meine Damen, meine Herren, verehrte Ehrengäste, ich darf Sie im Namen der Stadt Breslau sehr herzlich begrüßen und ich freue mich, dass das dritte Integrationsfestival hier in unserer Stadt stattfindet. Sie haben ja eben was gesagt über Beginn, über Fortsetzung und Tradition. So ein bisschen haben wir versucht, mit einer Tradition zu brechen bzw. etwas Neues einzufügen, denn dieses Integrationsfestival fand ja erstmals an zwei Tagen statt, wenn mir richtig berichtet worden ist, nämlich gestern mit einem Schulsportfest der hiesigen August-Bebel-Schule, Jahrgangsstufe 5, unter Teilnahme der benachbarten Schwester-Scholz-Schule und der Philipp-Schubert-Schule in Wetzlarham am Stein. Das Besondere dabei war in meinen Augen, dass das Ganze begleitet wurde durch Schülerinnen und Schüler der benachbarten Werner-Franz-Siebert-Schule, die die einzelnen Stationen mit organisiert, mit begleitet, mit unterstützt haben. Und dass die Schülerinnen und Schüler der drei Schulen ihre Wettkämpfe in gemischten Gruppen vollzogen haben, von daher auch ein wenig gefordert waren, sich aufeinander einzulassen, neue Begebenheiten kennenzulernen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das hat, wie ich fand, ich habe das gestern kurz ansehen können, sehr gut funktioniert und wenn man die Gesichter der Kinder geschaut hat, war das etwas, was vor allem Freude und Spaß gemacht hat. Und von daher vielleicht ist es eine Anregung, die von Wetzlar ausgehen kann für weitere Integrationsfestivals, dass man es auf zwei Tage ausdehnt und möglicherweise auch mit einer solchen Schulsportveranstaltung verbindet. Wetzlar, meine Damen, meine Herren, ist eingebunden in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt hier in Niedergirmes und auch in den Stadtbezirk Siedewau und Westend. Dort setzen wir traditionell auf Beteiligungsformen, auf Mitmachformen, auf Teilhabe und verbinden dies natürlich jetzt auch mit unserem Projekt Modellregion Integration. Wetzlar ist eine von sechs Modellregionen im Lande Hessen. Wir bemühen uns, ein modernes Integrationskonzept auf den Weg zu bringen und das findet auch hier an der August-Bebel-Schule in Wetzlar statt. Von daher finde ich es sehr, sehr schön, dass wir diesen Standort auch wählen können für dieses Projekt. Und ganz maßgeblich setzen wir dabei natürlich auf die Unterstützung des Sports. Viele Ideengeber sind mit dabei, so auch gerade, und ich möchte es exemplarisch nennen, die Sportjugend Hessen als einer, der immer wieder Anstöße liefert, aber auch Teilhabe im Sinne von Träger einzelner Angebote ist. Dafür, das möchte ich an dieser Stelle sagen, sind wir auch sehr, sehr dankbar. Sport bietet eine gute Gelegenheit, ohne dass es auf Sprachkompetenzen ankommt, im Grunde, dass man gemeinsam Sprache sprechen muss, miteinander sich zu engagieren, bietet Gelegenheit, Fairness einzuüben, gemeinsame Erfolge zu feiern, von daher ein niederschwelliger Beitrag. Und ich glaube, dies sollen und müssen wir stärken. Und das tun auch die Vereine in unserer Stadt, die sich entsprechend engagieren. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Nicht nur am heutigen Tag, aber heute ganz besonders auch bei denen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Wenn ich recht informiert bin, und ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, Fantastic Sports Wetzlar, die Tanzsportgruppe der WKG, die Eintracht Wetzlar, der SV Hermannstein, die TSG Niedergirmes und auch der RSV Lahn-Dill. An dieser Stelle auch nochmal für das Engagement am heutigen Tag im Rahmen dieser Veranstaltung, aber auch für alle anderen Beiträge, die geleistet werden, ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass von dieser Veranstaltung und jetzt auch von dem Vortrag und von der Diskussion weitere Akzente, weitere Überlegungen ausgehen, die uns dabei beflügeln, weitere Schritte zu tun, damit der Sport seine Rolle als Mitgestalter im Integrationsprozess erfolgreich wahrnehmen kann, damit wir aber auch aus Sicht der Stadt Wetzlar den ein oder anderen Hinweis mitnehmen können, wie wir dann unser Engagement noch weiter akzentuieren können. In diesem Sinne, gutes Gelingen. Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Sie haben es eben angesprochen, das Programm Soziale Stadt, das insbesondere Wetzlar in Niedergirmes angesiedelt ist. Und wir werden gleich auch ein Ergebnis dieser Bemühungen sehen, ein Ergebnis der dort hier Veranstaltung, und zwar